Na, Glück habe ich für DLTC gekauft. Zum Glück. Du kannst das spielen. Siehst du? Kannst du spielen? was machst du damit? Warten auf den Anführer. Jawohl, wir können endlich tägliche Story spielen. Endlich! Endlich! Das gefällt, oder? Pass auf, das ist die letzte Mission. Das sind drei Bosse am Ende. Drei. Pass auf. Oh, du musst die Waffen hier nehmen, stärkste. Was ist eigentlich mit der Testversion? Was ist das eigentlich gewesen? Pass auf, die Testwaffen sind dazu da. Aber wenn du die fette kost, dann kriegst du einen Rang vom Waffenmeister. Und wenn der Rang beim Waffenmeister, sag mal, von 1 auf 2 steigt, bekommst du bei einem Paket und im Paket ist immer eine Waffe dabei. Immer. Und die Waffe ist immer besser als was du hast. Alles Klaustaler. Hier gaben die anderen eisernen Lords ihr Leben. Auch Klaustaler. Alles, was wir brauchen. Ein für alle. Hey, deine Chance wie ein Schwanz. Schön, dass ich sagen muss, da sind zwei Eier und der Schwanz. Endlich Mission, endlich! Was denn? Jetzt willst du mal starten, oder? Ich wollte so lange starten. Und. Aber, weil ich nicht stark genug bin. Replikationskammer wimmelt es nur so von Spleißern. Pass auf! Sind Spleißern. Okay. Wow, was sind das hier? Ah, du kriegst den Speicher, kostet die Hexel mir, da kriegst du einen Spleißerschlüssel, den wirst du brauchen. Nächste ist ein Level 42, die sind ziemlich stark. Siehst, Spleißerschlüssel, Überwachungsrelais. Das Überwachungsrelais ist dazu da, dass du auf Autobahn gehst. Kannst du nur erinnern, bis du dein erstes Mal deinen Spieler gehabt hast, deinen Charakter? Ja. Du bist ins Büro bei deiner Grand, ne? Das ist da. Das ist das vierte DLC, du musst von da aus komplett zurückgehen. Und es passiert da hinten in der Halle, kannst du zurückgehen. Aber ich habe die vierte DLC gekauft. Du hast einmal ab. Das ist ein Spleißer. Du haust. Oh. Ah, alles sind hier Level 42, gell? Und du musst vielleicht rote Gegner sehen. Was sind das für? Ja, das ist Spleißer. Die jetzt da sind zum Beispiel da vorne. Das sind jetzt Spleißer. Das sind immer Level 42, ja, das heißt es Bleißer. Da ist da drin. Und die Level wollte ich immer machen. Haben eine Festung gebaut, um den Eingang zum Komplett zu machen. Jeden Tag ist eine neue tägliche Story. Aber die brauchen wir jetzt gerade. Warte, die ist noch irgendwas. Als Energiequelle. Der wird unsere Eintrittskarte sein. Aber ohne mich bitte zu essen. Er hat's ab. Hey, da ist er! Roder! Ja, die haben die rote Zäune. Ich seh's schon. Ja! Ich hilf dir, hilf dir. Wow! Ich hilf dir. Ich hab meinte, die Mission wird schwierig, aber wir können spielen. Da oben ist auch einer. Wow! Da ist eine starke Energiesignatur in der Nähe. Wir müssen da eine. Das müsste der Reaktor sein. Leder? Wenn wir die Fusionszellen austauschen, sollte es das Netzwerk für ein paar Minuten lahmlegen. Oh, Kaffee, Gress. Replikation, alles. Wie bist du? Oh, da komm ich gar nicht auf. Dann nehmen wir lieber die Treppen. Ja, nimm die Treppen. Und einen Aufzug. Einen Aufzug gibt's gar nicht. Ich hab das so metaphorisch gemeint. Ja. Oder fliegen. Wir Saiyajin. Ma, was wäre, wenn wir fliegen können? Echt. Ma, es war schön. Was ist der? Oh. Was ist geschreckt? Weißt du, ja, ich hab mich geschreckt. Normalerweise sind da nämlich keine Gegner, das ist ja das Schöne. Hä, was sind das? Das sind jetzt die fliegenden Teile, die man zerschießen kann, aber die bringen nichts. Ich bin die Biene. Das sind jetzt ein paar stärkere Gegner. Wow. Entferne die Fusionszelle und tausche sie mit ihrem Gegenstück aus. Wow! Wie können wir da? Bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück. Ich mach das. Hinter dir. Au. Au. Scheiß drauf, eine Super hinter. Du hast nicht mal die Super dich gekillt. Ich hab gesagt hier. Und ist auch noch einer.
Ah, die Lächeln fliegt oben. So, da unten ist noch wer. Okay, die zwei Teile brauchen wir nur tauschen mit den anderen oben. Hm, welche denn? Guckst du einfach Viereck. Genau. Hopp, 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 hopp. Meine Kugel! Meine Kugel! Okay, an einem instabilen Reaktor aus dem goldenen Zeitalter herumbasteln, der mit Siva infiziert ist. Fertig! Wow, das ging schnell! Jetzt müssen wir da auch raus. Der ursprüngliche Plan der Eisernen Lords war, den Replikator in der Siva-Kammer zu zerstören. Doch Yoldas Explosion beschädigte ihn nur. Wenn du also die Kammer erreichst, musst du beenden, was sie begann. Beweg dich, Hüter. Der Siva-Replikationskomplex erwartet dich. Das wird die Gefallenen nicht daran hindern, dass Siva, das sie bereits besitzen, zu nutzen. What the fish? What the fish? Ein Krieg besteht aus zahlreichen Schlachten. Ja, knusper. Diese Teile explodieren alle. Warte mal, kann ich es zerschießen? Ja, was? Kann ich es zerschießen? Nee. Warte mal, ich muss noch landen. Wenn die Teile da explodieren, werden wir ein bisschen nahe kommen. Aber ist nur bei der Mission so. Okay. Weiter geht's. Wow, die sind explodiert. Bei der nächsten Zone fahr einfach durch. Explodiert das Teil auch. Da explodiert, da explodiert, da explodiert, da, 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 da. Fliege. Wow, bei dem Forschen. Wow! Wochenschaft ist hier jetzt. Ich vermute, dass die Unterbrechung ihres Zugriffs darauf sich nachteilig auswirkt. Hui. Wow! Ich würde mich nicht zu früh freuen. Wow. Die schießen aber heftig in den Arsch. Du brennst alles. Das ist mein Freiner, du. Wir wollen nicht da zum Spüren, mal. Wir wollen dann nichts Besseres. Nur wenige von uns erreichten den Replikationskomplex. Die stärksten Verteidigungssysteme, die Rasputin auffahren kann, hatten dieses ganze Gebiet bereits abgeschirmt. Rot. Roboter. Konstrukte. Die anderen Bereiche, so der viel kommen, vorkommen, da werden wir nachher farmen, weil da kriegt man eher extrem viel in Gramme und da kann man die Dinger dann ersetzen. Keine Angst. Diese sieben Opfer, die du nachher kriegst. Wir nur Gefallene gesehen. Wow. Ah, du glaube ich, macht man zu schaffen. Ich bleib super. Ich bleib super. Ich bin geflogen. Was? Warte, ich tu wieder spawnen. Boah, kümmere um die Gegner. Kosmodrom Aufklärung und Lehre habe ich alles abgeschlossen. Warte, ich steuere auf die Solar Super, dass mir wieder beleben kann. Das lösche ich da. Wenn ich schon dabei bin. Was ist das denn? Das lösche ich. Ah, da ist. Da lösche ich noch was. Warte mal. Geh in den Raum, du Affe. Was? Geh in den Raum, du Affe. Und dann nach hinten. Kann ich da auf? Ja, ja. Da komm ich gar nicht nochmal. Play cool. Kann ich da aufhüpfen? Du kannst überall aufhüpfen. Jawohl, ich bin da oben. Da gehst du einfach in den Raum auf und nach hinten. Da wirst du was Rotes sehen. Das nimmst du einfach auf. Ja, hab's. Hab's. Alles klar. Was hast du gesehen? Ich sehe inaktive Silberbündel gefunden. Au! Voll auf die Fresse geflogen. Oh. Von meinem Bruder habe ich was geschenkt gekriegt. Eine Hosen. Nein, ein Tablet. Letztes Mal. Nice. Was für was hast du gekriegt? Greifbar. Was du wieder gekostet hat? Mit uns zu kommunizieren. 149. Wir verstanden ihn nicht. Ist ein Nexus. So sicher sein, dass Rasputin sich nein, nicht sobald wir da drin sind. Chili Green. Chili Green. Ich glaube okay. Immer noch, dass Rasputin nur ein einfacher Kriegsgast ist. Ich habe ein Tablet, aber das ist so alt, das ist ein Tech Class. Ja, wo ist der Schossen, diesen Löcher? Hola, hola, wow. Hola, 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 hola. Ja, du kommst jetzt einige. Ah. Hey, Muckis. Scheißen. Der Scheißen, oder? Ah, die scheiß Bomben sind mir in Ruhe lassen. Wer ist denn das?
Musst du denn eigentlich Schaden machen, Schaden? Ja, ich krieg den Schaden. Der ist nicht rot, der ist so gelb. Gelb ist er. Und die willst du immer die Mission machen. Endlich. Und dann können wir ein gemeinsames Klatschen. Und wenn wir es nebeneinander machen, kommt da so einzigartige Interaktion raus. Das heißt, sagen wir, ich tanze jetzt mit dir und wir drücken gleichzeitig tanzen, wenn wir voneinander sind, dann kommt da ein spezieller Move raus auf uns selber. So. Kannst du ja schon aufstehen. Ui. Jetzt kommt eine richtig heftige Arena. Ui. Wow, da geht's zu. Oh, ho, ho. Nicht uns. Oh, Rosele, ho. Oh, Splicer-Schlüssel. Nice. Ist auch zufällig. Na, gestorben. Au. Ist der unsichtbare Bogen. Wow, holy moly. Ich hab den Schuh. Der ist weg. Wenn ich schon ja gemacht hab. Hä? Eine Waffe hab ich gesagt, geil. Blau? Wenn wir also die Produktion von Siva grün aufhalten, weil das ja auch so leicht ist. Die grün kostet eigentlich letztlich. Was macht dann der, der es kontrolliert? Ja. Pass auf, hier ist noch eines. Wo war das? Ich glaube, in dem Bildschirm da oben drinnen. Ich glaube, wenn du da aufspringst und aufschaust, müsstest du da, müsstest irgendwo anders sein. Erledigt ist. Na, da, bei dem da, wenn du da aufschaust. Über den Bildschirm, wo ich davor stehe, musst du hinterrum aufschauen. Was meinst du? Dahinter, müsste irgendwo was sein. Hops. Ja, genau. Und nur was, siehst du... Siehst du das, den gelben Punkt unten, da müssen wir später reingehen, siehst du das von da? Ja. Rechts davon müsste irgendwas rot leuchtendes sein. So ja, zwischen... Ja, wir müssen erst einmal hin. Aber siehst du das von dort? Ja, das rot leuchtend. Machen wir erst einmal Mission. Okay, mach warte mal, ich muss das scannen fahren. Erst. Minute. Quietschen. Ich liebe es. Ah, sieh vor was, wir sind in der Arena, der super aussah. Wow! Scheiße. Aua! Kannst du irgendwo deine Super aussehen? Ich brauche halt den Super. Guter Gefall. Au. Nicht schlimm. Ah, du hast jetzt schon wieder hin. Yes, hoppe. Hast du schon Bock? Ja, ja. Das ist die letzte Mission vom vierten DLC. Praktisch der Super Endboss. Den kann ich nicht schaden machen, tut mir leid. Der ist rot. Okay. Er teleportiert sich so oft. Wo ist er? Hinter mir. Warum kann ich sie hochfahren? Oh, da kommt Verstärkung, pass auf. Wow. Wow. Sauber mal, ihr nervt. Wo ist er da? Hab ihn. Er ist down. Hätte er etwas gedroppt. Legendär ist ein Gramm. Ein Zettel Gramm. Legendär auch noch, du Glückspilz. Legendärer Hund. Das war nachher viel einfach, weil die sind es nicht wert für meine Kugel. Die Replikationskammer ist unter dir. Suche einen so, da, wenn du was suchst, da ist nur so mal so ein Kopf, gell? Du musst dann mal irgendwann alle sammeln. In Anlage 6 ist einer. Aber hier in der, ich glaube hier in deinem, da ist er. Da unten, vor der Plattform. Wo? Da, müssen sie sehen, er ist direkt vor mir. Der da? Ja, die wirst irgendwann mal sammeln müssen im Laufe von der Zeit. Du wirst irgendwann mal Quest kriegen. Aha. Ja, passt. Ist irgendwo hier ein inaktives Bündel? Hier müsste irgendwo ans Rot leuchten, wo? Siehst du das wo? Ich seh's nicht mehr, weil ich hab's schon gesammelt, aber hier müsste irgendwo nur eins sein. Was sagt ihr, wo in der Höhle hast du gesagt? Ja, die Höhle ist dann da weiter unten, da kommen wir aber nur mehr oben, aber nicht mehr auf. Da muss man aber das eine sammeln vorher.
Ist da noch was? Warte, da ist nur ein blaues Engrammsäge. Lass die Stiegen, lass mir nicht hin. Bam. Fußrüstung. Es leuchtet ein rot, ein blau. Oh. Engramm. Da ist auch eine Waffe. Gar nichts. Super bereit. Ah ja, ich wollte was da noch. Hab beinahe vergessen. Hast du abgekriegt bei deinen Fähigkeiten? Hast du abgekriegt, habe ich recht? Ja. Ja, Training und haftige Turbo-Versetzung. Leere Mauergranate. Pass auf, diese leere Mauer, wenn du die wirfst, die macht einen dünnen Streifen von links nach rechts, wo ungefähr die Granate auftritt. Ist es gut? Du probierst einmal aus, jeder hat sein eigenes. So macht die Granate das, die geht ja von links nach rechts. Scheiße. Und beim Solartitan ist es so, die macht der Welle immer vorwärts. Die macht so wusch, wusch, immer genau vorwärts. Und aber ich, bei meinem Sturm so da hast du es eh gesehen, da macht es so eine Gewitterwolke und dann kommen so Blitze runter. Wo ist denn das so ein Setnik-Artigramm da, oder? Das hast du schon aufgesammelt. Wo denn? Ah, das war das einzige. Mhm. Wenn du fertig bist, gut, brauchst du nur obige. Aber behalte deine Sprünge auf. Los. Hopp. Warum gibt es eigentlich nie Treppen? Bevor du unten aufkommst am Boden, spring. Unbedingt. Unbedingt springen. Sonst stirbst. Oh. Ich bin fast tot. Okay. Pass auf. Die lassen uns mal vorhin rüber. Wir müssen vorhin nur woanders hin. Wölfling. Sei vorsichtig. Die lassen uns in Ruhe. Mhm. Pass auf, da unten. Was ob du, wo das ist? Da, wo ich jetzt hinschieße, ist eine Höhle und rechts von der Höhle, da unten, magst du einfach nur im Pfad folgen. Ja. Unten von dieser Höhle ist noch ein Relikt. So sammelbares und rotes. Ja, gut, dann geh ich dort hin. Geh mal dahin. Ist am Boden. Auf der rechten Seite, wenn du reingehst. Da hat sich eine Höhlenmensch gehaust. Nein, nein. Du gehaust keiner. Da ist nicht mehr Russe dabei. Höhlenmensch. Ah, da ist. Hab schon genau. Gefunden. Hab's. Mir steht nichts, aber wurscht. Ich hab's gefunden. Jetzt muss ich wieder aufgehen. Hopp. 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 Ich bin da oben fast. Nur die letzten Hupferchen. Hopp. 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 Ah. Ah! Hüter gefallen. Boah, ich bin selber fast runtergeflogen, aber ich kann mich wieder beleben. Das meine ich auch. Das war sehr knapp. Aber du hast gelernt von der Taktik, du hast gelernt. Das ist schon mal was Wichtiges. So, ich fress dir mal Granate von mir. Oh, Triple Kill. Ah, die roten Dinger kannst du abschießen in der Luft. Oh mein Gott. Ja, diese roten Dinge, wir machen mal, wir haben so einfach rote Dinge, wenn sie sterben. Jetzt ist wieder so ein Teil explodiert, ne? Und das sind Level 240 die Lulus. Das ist aber Standard im vierten DLC. Ich weiß schon, dass es eine Lichterhöhung gibt, aber wie hoch weiß ich nicht. Das hat noch keiner gesagt. Ich glaub 50 oder so. Nein, nur Lichterhöhung, kein Levelaufstieg. So Levelerhöhung. Nein, Levelerhöhung gibt's, glaube ich, gar nicht noch. Au, für das so scheiß Granaten. So, da kommen noch ein paar. Und du hast die starre Schulze zu. Ja. Seit wann? Seit das vierte DLC eigentlich angefangen hat. Pass auf, da oben ist ein Captain, ein Gelber. Und da nimmst du ein paar Schweber.
Granate. Und jetzt ein Nahkampf. Ah ja, vor der Tür. Wenn wir die drei Bosse besiegt haben, müssen wir da komplett durchlaufen über mein Zeitlimit und da kommen Gegner in die Richtung. Aber ich sag da vorher noch was. Ich konnte, um ihre Ruhestätte zu beschützen. Doch ich wusste, was passieren würde. Es wäre Licht. Sollte jemand sie finden. Hopp, hopp, hopp. Fertig mal gelobt. Wow. So. Wenn da drin, weißt du, vor, weißt du da aufspringst und du siehst da drin was leuchten. Ja. Dann hast du es noch nicht gesammelt, das. Da ist was rot. Genau, so was Rotes. Kannst du es aufsammeln? Ja. Hä? Hey. Check ihn nicht. Dann müsstest du hinten aber selber. Das heißt, du warst in dem Bereich noch nicht. Und ich war mir so sicher, dass ich das gesagt habe. Das ist was Gelbs aufgeglichen bei mir. Wo? Der Auftrag. Wenn die Mission endlich ist. Was Gelb aufgeglichen muss. Achso, du hast wahrscheinlich ein paar Relikte gesammelt und hast den Rang gekriegt. Pass auf, du gehst auf Fortschritt bei dir. Und ja, da steht dann Urkundenbücher und das ist das gelbe Buch. Da müsstest du ein sorgfältiger Sammler in das Kunden haben. Urkunden des erwartendes Lords. Genau das. Samte 15. Erster Rang habe. Und du kannst deine Dinge einlösen, du kriegst auch nochmal Geschenke. Jawohl. Ich hab's. Ich hab's jetzt eingelöst. Mhm. Fertig, Kobe. Okay. Vorrang, erster Rang. Hab ich jetzt. Okay. Pass auf. Du siehst diese Töpfe überall, gell? Diese Köpfe mit dem Feuer drin. Ja. Dieser Boss da oben, diese drei Typen, die sind alles hängende Bosse. Also der ist ein Boss, der ist ein Boss und der ist ein Boss. Zuerst kommt einmal der Einzelne und der droppt diese Axt aus dem Viertel-DLC, ne? Die kannst du schwingen. Aber die benötigt Feuer und du kennst diese, wenn du mit R1 drauf hast, dann macht es so eine Spur und dann explodiert das Ganze. Und wenn du R2 druckst, dann kannst du einzelne Schläger machen und du kriegst ein bisschen Energie für die Axt, ne? Der droppt das. Ja. Ich nehme die Axt und am besten versteckst du du, wo du das Relikt gefunden hast. Das heißt, wenn du die so drin versteckst, etwas so, dann kann ich dir helfen, dass du überlebst die Mission. Wenn du etwas so versteckst. Okay? Aber hast du die drei Münzen noch aktiviert? Welche drei Münzen? Die... Geh mal auf deinen Charakter und links vor rechts vor deinem Primärhaft müsste stehen exotische Partikel. Exotische Partikel, meinst du das eine? Exotische Partikel. Ja? Habe ich aktiviert? Mhm. Ist sie aktiviert? Okay. Ist noch. Geh ins Inventar und dann sag mal, wie viel Stück du noch hast vor drei der Münzen auf der rechten Seite. Münzen. Drei der Münzen. 13 habe ich seltene Münzen habe ich. Nein, nicht die seltene Münze, sondern drei der Münzen, das ist wegen Unterschied. Drei der Münzen habe ich. Vier Stück. Okay, pass auf. Ich kill jetzt eher. Du schießt mal auf den ersten Boss drauf. Du brauchst nur ein bisschen drauf schießen. Dann bekommst du automatisch. Das ist einfach. Genau. Du brauchst nur drauf schießen einmal oder zweimal, egal wie oft. Und dann kriegst du so eine Art Anteil halt. Du machst halt mit, ja, du kriegst halt den Boss mit. So, wenn der erste weg ist, kommen aber zwei Bosse. Und wenn der erste weg ist, dann musst du das zweite einlösen. Das heißt, du gehst auf drei der Münzen, drückst auf Benutzen für einmal, okay? Und dann kommen die anderen zwei Bosse. Und wenn wieder einer down ist, machen wir dasselbe nochmal. Alles klar? Mein Ohr juckt. Sagen wir kurz, ob ich den verstanden habe. Wow, das letzte Rest. Nochmal. Der erste Boss, wenn der fällt, bekommst du vielleicht den exotischen Gramm, okay? Wenn der fällt, sag ich's dir, dann setzt du wieder ein neues ein. Vielleicht noch dritten habe ich nicht verstanden. Weil da habe ich Gott das Ohr gejuckt. Wenn der erste fällt, setzt du ein neues ein. Ich sag's dir, wann der fällt. Dann kommen zwei Bosse. Ja. Wenn der zweite Boss fällt, sag ich's dir wieder, setzt noch eins ein. Und wenn der dritte fällt, sag ich's dir nochmal, okay? Ja, gut, ich verstehe dich da hinten und du sagst was. Okay.
Sag's, wenn's bereit bist. Diese Dinger an der Decke. Ich orte DNA. Menschliche. Menschlich? Das ist unmöglich. Achtung, gleich geht's los. Gebe Selbstzerstörung ein. Was geht hier vor sich? Nein, das kann nicht wahr sein. Und es geht los, du kannst auf den Boss drauf schießen. Schieß drauf. Okay, muss feuern. Paar Aktivierung! Das wird er nicht einschüchtern, weil er ist aus der Zone einfach rausgesprungen. Auch so lange. Wow, holy moly! Gott, stark! Bleib zurück, du scheiß Ding! Warte, ich brauch wieder Energie. Geh in das Versteck, wo ich dir gesagt habe. Jetzt! Geh ins Versteck! Jetzt kommen ein Haufen Gegner. Gut, passt. Immer so lange geht. Boing. Ich brauche noch mehr Feuer. Wo ist die deutsche Ziegel? Holy shit. Hallo? Ist in Ordnung? Alles in Ordnung, so weit. Wenn man der Boss erschreckt, wird der Stil neben mir gespawnt auf einmal. Wow! Hab ein Hit, die Sonne! Fuck! Verloren! So, wieder aufgetankt. Bin gestorben, aber keine Angst, ich hab mich wieder belebt. Klon drin. Wenn du kannst, wäre super. Ja, Boss passt. Macht mir genug hab Schaden. Ich. Boss macht mir genug Schaden. Nein, du kannst doch den. Wir machen so, wenn ich die Klon killen kann, dann killen wir die Klon. Okay. Groß kontrollieren. Boss hat noch ein Viertel Leben. Wie ist der von hinten? Mach hier den Deko, weil der ist ziemlich stark. Wenn du da ein paar Mal anschießt, bist du weg. Und ich habe keinen Wiederbeleben. Ich renne einfach da vorne von der Muschi. Erst bei mir. Erst down. Setze deine Ex-Partikel ein. Ja. Partikel einsetzen jetzt. Partikel einsetzen. Im Menü. Die drei der Münzen einsetzen. Einfach benutzen einmal. Ich beschütze dich. Okay, jetzt kommt der zweite, jetzt kommen beide Bosse gleichzeitig. Hau. Du bist einfach da. Energie wieder auf. Müssen wir den Männer jetzt. Hä? Lauf. Autsch! Okay. Ich spawne dann eh wieder. Boah, Sekunden. Ja, muss mir Zeit geben. Boah, der Die haben noch viel Energie. Wie viel Energie hast du noch? Die haben nur Hälfte. Bonusgranate. Und wieder spawnt. Super. Ich muss abhauen, aber dringend. Los. Hop. Komm her. Konzentriert auf mich, du Motherfucker! Ich muss die Axt wieder aufmachen. Geh in Deckung. Zack! Ihr habt drei Viertel super. Passt. Ich versuch's auf gut Glück. Ja, passt. Wieso deren Raketen wird? Los, hau! Lass auf die drei drauf schießen. Schieß auf die zwei drauf.
Okay. Achtung, Verstärkung kommt. Ah, oh, ich bin fast gestorben. Aber ich hab super. Güter gefallen. Sakratino, mein, die sind stark. Hab ich gemeint. Wie haben die eigentlich? 350? Na, 42, das Lichtlevel ist entscheidend. Das habe ich gemeint. Wenn du Max Level hast, ist nur mein Lichtlevel entscheidend. Bleib hier hinten, bleib hier hinten, bleib hier hinten. Okay. Sind ja keine Gegner mehr. Boah, schau. Da oben ist ein einzelner Sniper, aber den kriege ich mit der Solarwaffe. Bist du von da? Okay. Hast du draufballern? Alles weg, ja, okay. Wie die Exopartikel ersetzen, gehen Deckung Exopartikel aber ersetzen. Aber erstmal muss ich Verteidigung. Verteidigung muss ich einsetzen. Du gleich wieder Münzen ersetzen. Ich beschütze dich. Hab schon. Okay, alles klar. Warte, ich muss wieder aufladen. Der ist da drüben. Und unterwegs. Voll aufgeladene Axt. Essen für dich, Boss. Au. Kein Problem. Hab die wiederbelebt. Ich hab mich selbst wiederbelebt. Achtung. Ja, ich post down. Mega Power-Einsatz. Super. Super Idee, super Idee. Die sterben, du Biest. Hab ihn, hab ihn. Okay, jetzt kannst du es nochmal einsetzen. Erledige es. Und ich krieg wieder ein bisschen Solarpower. Solarenergie aktiviert. Wir müssen jetzt zurückrennen, aber da kommen ein Haufen Gegner und da brauche ich aber volle Waffenunterstützung. Kann ich auf dich zählen? Yep. Okay. Habe ich alle Muni? Kann ich schwer daher nehmen? Du kannst meine Axt probieren, wenn du willst. Los. Stelle nimm das Feuerkraft. Dass du ein bisschen auflässt, bis du 100 hast, lauf. Und zwar schleunigst. Los. Renn um die Pussy. Ich renn um die Pussy, keine Sorge. Ich gebe schwer an MG Deckung. Doch, sind Gegner für dich. Hau drauf mit der R1. Andere Taste, obere Schultertaste, R1, nicht R2, genau. Kein Problem, Hab dich. Hier ist mein, hier kannst du das Relikt haben. Alles klar, durchlaufen. Wir haben noch 60 Sekunden. Fuck. 7, 6, 5, 4, 3. Alles klar. Boah. Das wird sehr knapp. Yeah, high five! Yay. High five! Yeah, Alter. Yeah. Hey, ich hab nur die Axt in Hand. Ja, hast du R1, hau mit R1 drauf. Yes! Yay! Geschafft! Das hat sich ausgezahlt. Das hat sich garantiert. Was kann man da Schönes? Du kriegst ein bisschen Loot. Das hab ich nicht gekriegt. Naja, nicht schlimm. Schlimm eigentlich schon, weil es schwach ist, aber 143 Kills, 16 präzise Kills.